Liebe Zuschauer und Zuhörer, herzlich willkommen zu einem nächsten sehr spannenden Interview mit einem wahren Experten, einem Autor, der sich sehr gut auskennt in Sachen Wirtschaft und Politik. Und zwar bin ich der Überzeugung, dass seine Expertise und seine Meinung einigen von euch noch mehr die Augen öffnen wird. Ich glaube, dass wir ein interessantes Gespräch mit reichlichem Mehrwert für euch Zuschauer gewährleisten können. So, und wie ihr seht, ist er richtig auch eingespannt, ihm ist ständig auf Achse. Nichtsdestotrotz hat er es geschafft, auch für euch auf meinem YouTube-Kanal die Zeit zu nehmen. Lieber Ernst Wolf, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne geschehen. Ernst, wir sprechen an und für sich die meisten Themen, was um die Zukunft geht, habe ich gerade gemerkt, so ähnliche Dinge an. Auf eine andere Art und Weise, vielleicht mit einer anderen Sprache und ganz bestimmt auch teilweise an eine andere Demografie. Ich habe viele junge Männer bei mir und bei dir habe ich festgestellt, dass es hauptsächlich Menschen sind, die ganz fest schon im Leben stehen, schon auf eine gewisse Art und Weise wach sind und sich orientieren wollen. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass mein Publikum das, was ich sage, aus mehreren Perspektiven vielleicht mitbekommen sollte, damit sie auch davon überzeugt sind, dass sie nicht alleine sind mit den Gefühlen, die sie haben. Das Publikum, was ich habe, junge Männer. Und gleich die erste Frage an dich. Was ist deiner Meinung nach ja, die größte Bedeutung von Männern? Oder wie wichtig ist es jetzt in dieser Zeit maskulin zu sein? Da bin ich ein bisschen überfragt, weil ich glaube, das Wichtigste ist, in dieser Zeit besonders menschlich zu sein. Also wir erleben gerade eine Agenda, die uns unser Menschtum mehr oder weniger abspricht. Also ich, für mich ist die wichtigste Eigenschaft des Menschen die Selbstbestimmtheit. Der Einzelne muss selbst bestimmen dürfen, was er tut, was er möchte, wohin er gehen will. Und genau diese Selbstbestimmtheit wird uns in der letzten Zeit in immer höherem Maße genommen. Also wir leben ja in einer Welt, die sich gewaltig verändert hat. Also wir haben ja die Digitalisierung in den letzten 2-3 Jahrzehnten erlebt und diese Digitalisierung hat uns ja nicht nur Vorteile gebracht, sondern auch ganz erhebliche Nachteile. Also wir werden ständig überwacht heutzutage. In einigen Ländern ist es wesentlich schlimmer noch als bei uns. Also wenn ich nach China gucke, wenn ich da sehe, die Gesichtserkennung, die Drohnenüberwachung, das Sozialkreditsystem, also die Leute sind da praktisch 24 Stunden am Tag, werden die überwacht. Und können sich natürlich nicht mehr frei bewegen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was den Menschen, was den Mann auch ausmacht, ist, dass er sich frei bewegen und dass er sich frei äußern darf. Und diese freie Äußerung, die ist uns in den letzten 3 Jahren weitgehend abgesprochen worden. Und zwar auf eine ganz perfide Art und Weise. Man hat uns gesagt, dass wir von einer Krankheit bedroht werden und dass man deswegen, um uns zu schützen, unsere demokratischen Freiheiten einschränken muss. Das ist in meinen Augen nicht wahr. In meinen Augen ist das alles nur ein Vorwand gewesen, um diese ganze Einschränkung weiter voranzutreiben. Weil wir leben in einer Zeit, in der unser Geldsystem nicht mehr so richtig funktioniert wie früher und in der ein neues Geldsystem eingeführt werden soll. Und dieses neue Geldsystem, das ist digitales Zentralbankgeld, das wird die perfekteste Kontrolle über die Menschheit sein, die es jemals gegeben hat. Und genau das will man einführen. Und um das einführen zu können, muss man unsere Rechte vorher in allen möglichen Bereichen beschneiden. Und genau das sehen wir ja auch. Ob das jetzt der Krieg in der Ukraine ist, ob das die Gesundheitskrise ist, ob das der Klimawandel ist, alles wird benutzt, um uns einzuschränken, um uns einzuengen, um uns unsere Freiheit zu nehmen. Und genau dagegen wehre ich mich. Kennst du diese Metapher von dem Film Matrix? Dass man, nachdem man diese rote Pille nimmt, wacht man in eine Realität auf. Und wenn man die blaue Pille nimmt, ist es so, dass man weiterhin schlafend ist und dem System und dem Skript Glauben schenkt und das Leben einfach so weiter gemäß Skript verläuft. Und wenn man diese rote Pille genommen hat, ist dieses Aufwachen teilweise sehr schmerzhaft, weil man feststellt, dass die Menschen auf gut Deutsch seit Jahrzehnten, wenn nicht fast schon seit immer, verarscht wurden. Du siehst überall, dass die Wahrheit, an der du geglaubt hast, dass der Staat, die Politik und die Wirtschaft an deiner Seite ist, deinen Wohlstand fördert, für deine Gesundheit verantwortlich ist, Beziehungen funktionieren,
Du siehst plötzlich, dass da eine gewisse andere Motivation dahinter ist. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, es wachen schon viele Menschen auf, aber ich dachte mir in der Vergangenheit, es ist der Mangel an Informationen, dass die Menschen nicht aufwachen. Heute springt es dir ins Gesicht. Jeden Tag ist es so offensichtlich, dass hier eine Agenda eigentlich durchgezogen wird. Nichtsdestotrotz weigern sich manche Menschen aufzuwachen. Kannst du dir erklären, wieso das der Fall ist? Ja, diese Menschen haben alle, glaube ich, ein und dasselbe Problem. Und das hatte der amerikanische Dichter Mark Twain mal in einem Zitat wunderbar zusammengefasst. Er hat mal gesagt: Nicht das, was wir nicht wissen, bringt uns in Schwierigkeiten, sondern das, was wir fälschlicherweise zu wissen glauben. Und uns ist in der Schule beigebracht worden, uns ist von den Eltern beigebracht worden, dass wir in einer Demokratie leben, dass die Menschheit aus zwei Weltkriegen gelernt hat, dass wir in eine friedliche Zukunft übergehen, dass uns die Regierungen regieren. Es hat uns niemand gesagt, dass hinter den Regierungen noch viel mächtigere Kräfte stecken. Und uns sagt in dieser Zeit auch keiner, dass wir im größten Umbruch aller Zeiten in der gesamten Geschichte der Menschheit stehen, nämlich im Zeitalter der vierten industriellen Revolution. Also wir erleben im Moment, dass die künstliche Intelligenz immer mehr übernimmt. Wir alle sind bereits von der künstlichen Intelligenz abhängig, das wissen die wenigsten. Es ist nämlich so, dass heute das gesamte Finanzgeschehen hauptsächlich von zwei Konzernen beherrscht wird. Das sind BlackRock und Vanguard. Und BlackRock verfügt über ein Finanzdatenanalysesystem, an dem auch die großen Zentralbanken inzwischen hängen. Dieses System heißt Aladdin und dieses System ist nichts anderes als künstliche Intelligenz. Diese künstliche Intelligenz legt praktisch fest, welche Waren, welche Werte auf der Welt haben und welche Informationen weitergegeben werden oder den Leuten vorenthalten werden. Also wir leben in diesem großen Umbruch und wir sind darauf nicht vorbereitet worden. Deswegen, weil wir immer noch mit den intellektuellen Mitteln von vorgestern arbeiten und auch diese intellektuellen Mittel von vorgestern waren von Interessen geprägt. Also wir haben zum Beispiel alle im letzten Jahrhundert gelernt, also im letzten Jahrhundert schon gelernt, dass der Zweite Weltkrieg ein Krieg der Demokratie gegen den Faschismus war. Das ist nicht wahr. Das ist es nie gewesen. Die Faschisten, also Deutschland zum Beispiel, das den Krieg, den Zweiten Weltkrieg begonnen hat, hätte diesen Weltkrieg niemals beginnen können ohne die Unterstützung der USA. Damals ist Deutschland zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in Polen einmarschiert und zwar mit 15.000 Lastern der Firma Opel Adam Opel AG. Was die wenigsten wissen, ist, dass die Adam Opel AG 1927 von den Amerikanern, nämlich von General Motors, aufgekauft wurde. Das heißt, dass General Motors die Motorisierung zur Verfügung gestellt hat für den Einmarsch Deutschlands in Polen, also für den Beginn des Zweiten Weltkrieges. Wir wissen auch, dass die ganzen Bombardierungen, die später stattgefunden haben in Deutschland, die amerikanischen Großkonzerne immer ausgeklammert haben. Also es sind Städte bombardiert worden, es sind Zivilisten bombardiert worden, aber die ganzen Unternehmen, an denen die amerikanischen Investoren beteiligt waren, sind geschont worden. Also dieses Märchen, das man uns nachher aufgebunden hat, dass die Amerikaner bei uns als große Befreier aufgetaucht sind, ist ein Ammenmärchen, was mit der Wahrheit eigentlich nichts zu tun hat. Und wenn wir noch weiter in der Geschichte zurückgehen, der Erste Weltkrieg, der wird uns immer geschildert als ein Krieg gegen den deutschen Kaiser und gegen die deutsche Militär. Aber der Erste Weltkrieg hat eigentlich ganz andere Ursachen. Der Erste Weltkrieg war nichts anderes als der Kampf um die Nachfolge Großbritanniens. Weil Großbritannien hat über mehrere hundert Jahre damals die Welt regiert über das britische Empire. Aber dieses britische Empire war damals im Niedergang und es gab zwei Nationen, die bereit standen, die Pole Position in der Welt zu übernehmen. Das eine war tatsächlich Deutschland, aber das andere waren die USA. Die USA haben nach dem Bürgerkrieg von 1865 einen riesigen wirtschaftlichen und finanziellen Aufschwung durchgemacht und wurden ab Anfang 1900, 1905 ungefähr von den Großbanken der Wall Street beherrscht. Und diese Großbanken der Wall Street haben auch dafür gesorgt, dass die Amerikaner relativ spät in den Ersten Weltkrieg eingestiegen sind. Die Amerikaner hatten damals einen Präsidenten, der hat gesagt, wir bleiben aus dem Krieg raus, wir werden nicht reingehen. Aber die Großbanken haben ihm dann 1917, also ein Jahr vor Ende des Krieges, klargemacht, wenn Deutschland diesen Krieg gewinnt, dann bist du weg vom Fenster deswegen, weil wir Kredite an andere Länder vergeben haben und diese Kredite sind alle verloren. Also es war damals die Wall Street, die Großbanken der Wall Street, die entschieden haben, dass die USA in den Krieg eingreifen. Und diese Großbanken haben dann auch den Zweiten Weltkrieg benutzt, um ein neues globales Finanzsystem einzuführen.
Spannender Clip, ich weiß, und es geht auch gleich weiter. Jetzt kurz Werbung in eigener Sache für deinen Erfolg. Und zwar weißt du vielleicht, dass seit kurzem mein Buch Maskulin draußen ist. Dieses Buch legt die Grundlage für deinen Mindset, damit du deine natürliche Maskulinität für ein erfolgreiches Leben einsetzen kannst. Außerdem zeigt es dir an, welche Fallen im Leben du vermeiden solltest und welche roten Flaggen du unbedingt berücksichtigen musst, damit Erfolg kein Zufall wird. Unten im Link kannst du das Buch bestellen. So, und jetzt geht's weiter. Also alles lief immer darauf hinaus, dass immer mehr Macht sich in den USA konzentriert hat. Nur, viele Leute machen da auch heute einen Fehler. Wenn die in die USA gucken, dann gucken die aufs Weiße Haus. Und was sehen wir heute im Weißen Haus? Wir sehen einen dementen alten Mann. Einen senilen alten Mann, ja. Seiner Sinne. Also muss man doch sagen, das ist offensichtlich nicht die Führungskraft in den USA. Hm. Die Führungskraft in den USA sitzt nicht im Weißen Haus. Die Führungskraft in den USA ist aufgesplittet. Einmal Wall Street, da sind es die großen Vermögensverwalter, BlackRock und Vanguard. Und andererseits Silicon Valley. Da sitzen die großen IT-Konzerne mit Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und Facebook an der Spitze. Und diese 7 Konzerne haben die Welt zurzeit in der Hand. Diesen 7 Konzerne beherrschen zurzeit alles, und zwar global. Philosophie ist was Schönes. Das ist ja die Wahrheit zur die Liebe zur Wahrheit. Und das mit Opel wusste ich nicht, aber was ich weiß, ist, dass die Geschichte durch die Sieger geschrieben wird, was dann auch dazu geführt hat, dass die Deutschen heute teils immer noch in so einem, in einer Schuld oder in einem Scham leben und dass die halt entsprechend das weiterleben, was ihnen aufgebürdet wurde. Ich habe auch mitbekommen, dass die Amerikaner ganz schnell die Presse und die Medien in die Hände bekommen haben und entsprechend auch diese Schuldaufbürdung für die Deutschen so in die Gänge gesetzt haben. Jetzt, was ist deiner Meinung nach die größte Bedrohung für die Menschen der heutigen Zeit, wenn wir nicht aus der Geschichte lernen und nicht sehen, was eigentlich passiert? Also es gibt zurzeit meiner Meinung nach 2 riesige Bedrohungen. Das eine ist, unser Geldsystem ist am Ende. Unser Geldsystem ist seit 2019 praktisch zur Plünderung freigegeben. Wir erleben seit 4 Jahren eine unglaubliche Umverteilung von unten nach oben, die einhergeht mit einer Explosion der sozialen Ungleichheit. Also diese Ungleichheit lässt sich besonders an den afrikanischen Staaten festmachen. Also in Nordafrika, auch der ganze afrikanische Kontinent, steckt in riesigen Schwierigkeiten. Die Leute verarmen da, die Leute verhungern da teilweise. Ähnliches gilt auch für ärmere Staaten in Asien und in Südamerika. Also für mich ist dieses Ende des Geldsystems eines der größten Probleme, weil man im Hintergrund ein neues Geldsystem vorbereitet. Also dieses neue Geld soll digitales Zentralbankgeld sein. Das heißt, es wird von den Zentralbanken ausgegeben werden und es wird in digitaler Form ausgegeben werden. Das heißt, die Zentralbanken werden dann über jede einzelne Transaktion von uns Bescheid wissen, werden jede Transaktion auch sperren können, werden uns individuelle Steuersätze, individuelle Zinssätze aufdiktieren können, werden uns Strafzahlungen aufdiktieren können. Das Geld wird möglicherweise an ein Ablaufdatum gebunden werden. Das Geld kann aber auch an ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild gebunden werden. Also dieses Geld hat alle Möglichkeiten einer Diktatur in sich und wird natürlich das perfekte Herrschaftsinstrument überhaupt sein. Also ein solches Herrschaftsinstrument hat es in der Geschichte der Menschheit nicht gegeben. Zum Glück ist es so, dass die Menschen nicht bereit sind, dieses Geld so einfach hinzunehmen. Also es gibt einen Großversuch, der läuft in Nigeria seit Oktober 2021. Und dort haben zunächst im ersten Jahr nur 0,5% der Bevölkerung sich bereit erklärt, dieses Geld anzunehmen. Dann hat die Regierung allerdings den Turbo eingeschaltet, hat das Bargeld weiter zurückgedrängt, hat den Leuten also es unmöglich gemacht, über die Geldautomaten an Bargeld zu kommen, hat dann auch noch Gebühren auf Bargeldabhebung erhoben, aber hat es trotzdem nicht geschafft, mehr als 10% der Leute für dieses neue Geld zu gewinnen. Also 90% der Leute lehnen dieses Geld immer noch ab. Also das neue Geld ist für mich die eine große Bedrohung, vor der wir stehen. Die andere große Bedrohung, das ist der Fortschritt im Rahmen der künstlichen Intelligenz. Also das ist für mich vielleicht sogar noch die schlimmere der beiden Bedrohungen, weil da stehen uns unglaubliche Umwälzungen bevor. Es ist in der letzten Woche eine Studie von IBM veröffentlicht worden, und darin heißt es, dass in den nächsten 3 Jahren
1,4 Milliarden Jobs weltweit von der künstlichen Intelligenz betroffen sein werden. Also betroffen sein heißt nach normale Deutsch übersetzt, dass diese Jobs wahrscheinlich verloren gehen werden, weil die künstliche Intelligenz diese Jobs wird übernehmen können. Also wenn wir von unserem Land mal ausgehen, in unserem Land arbeiten 5,2 Millionen in der öffentlichen Verwaltung. Und all diese Verwaltungsjobs werden wegfallen. Vielleicht nicht in den nächsten 2-3 Jahren, aber auf jeden Fall in den nächsten 5 bis 6 Jahren. Aber dass dieser Zerfall dieser ganzen Grundstrukturen, der geht jetzt in Kürze los. Und der wird natürlich sehr große soziale Unruhe mit sich ziehen. Also wir werden auf der einen Seite werden wir immer mehr Arbeitslose sehen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der Lebensstandard der Leute immer weiter nach unten geht. Und dann kommt dazu noch eine dritte Bedrohung. Und das ist die Inflation im Bereich der Lebensmittel, die im Moment künstlich angefacht wird. Also wir sehen ja, dass überall auf der Welt die Lebensmittel immer teurer werden. Und das hat zu tun mit mehreren Gründen. Also zum einen mit dem Krieg in der Ukraine, der die ganzen Getreidelieferungen vor allem nach Nordafrika bremst, aber auch in andere Teile der Welt. Zum anderen hat das zu tun mit der ESG-Agenda, dass uns gesagt wird, die Bauern würden zu viel Nitrat verbrauchen, die müssten mehr auf die Umwelt achten. Dann wird uns das Märchen aufgebunden, dass das Vieh zu viel Methan ausstößt, was absoluter Unsinn ist. Aber da die Folge davon kann man in Holland im Moment sehen. Da werden gerade 3000 Viehbauern enteignet von der EU. Denen werden zwar Ersatzzahlungen geboten, aber die werden tatsächlich enteignet, wenn sie diese Zahlungen nicht annehmen. Also da geht man richtig voran. Und all das dient natürlich der Einschränkung der Versorgung mit Nahrungsmitteln und treibt die Preise in diesem Bereich hoch. Was ganz wenige Leute wissen, ist, dass da auch eine Agenda im Hintergrund steht. Und zwar ist das die Agenda der Entwicklung von Laborfleisch. Also man glaubt es nicht, aber der digital-finanzielle Komplex sieht für uns eine Zukunft voraus, in der wir kein normales Fleisch mehr essen, sondern nur noch im Labor künstlich generiertes Fleisch. Und dieses künstlich generierte Fleisch ist natürlich eine Bonanza für die großen Investoren, weil wenn sich das tatsächlich durchsetzt, dann brauchen die Fleischproduzenten weder Vieh noch Weiden, noch Futter, noch Logistik, noch Schlachthöfe. Die brauchen bloß noch die Firmen oder die Fabriken, die dieses künstliche Fleisch herstellen. Und vor allem, die werden sich die Patente und die Lizenzen auf dieses Fleisch sichern und damit eine neue Einnahmequelle so ungefähr in der Größenordnung der Betriebssysteme für Computer in den 70er und 80er Jahren sichern. Also das wird eine riesige Einkommensquelle der Zukunft. Und den Leuten, die diese Agenda vorantreiben, ist das menschliche, das soziale Wohl der Menschen, ob in der dritten Welt oder bei uns, vollkommen egal. Die sind nur daran interessiert, ihren eigenen Profit zu machen und die werden uns da auf jeden Fall jede Scheußlichkeit aufs Auge drücken. Unterm Strich geht es ja immer um Macht und Profit. Und bei Fleisch ist es so, dass man da jetzt nicht viel weiter am Preis was machen kann, weil du kannst dir Chipstüten kannst du qualitativ schlechter gestalten. Du kannst da das Ganze etwas strecken und billiger produzieren lassen. Aber eine Kuh braucht halt so seine Monate und sein Futter. Und irgendwann mal auch, das haben wir jetzt schon gemacht, irgendwann mal ist das so ausgeschöpft und du kannst das nicht mehr billiger verkaufen. Und deswegen wird das wahrscheinlich schon eine Goldgrube sein, um Profite zu machen. Ich glaube, das steht noch am Anfang und ist sehr uneffizient, Laborfleisch zu züchten, aber man arbeitet dran und deswegen. Das ist inzwischen ganz, ganz weit vorangeschritten. Also das ist so gewesen. Ja? Am Anfang, als man den ersten Hamburger hergestellt hat, künstlich, der also einem normalen Hamburger entspricht, das war im Jahr 2013, da hat die Herstellung damals $250.000 gekostet. Die Herstellungskosten hat man inzwischen gedrückt auf $10. Das erste künstliche Fleisch ist inzwischen in Umlauf. Also in Singapur kann man in vielen Lokalen inzwischen künstliches Hühnerfleisch kaufen. In Kalifornien, also dem an der größten Staat an der Westküste der USA, bieten auch die ersten Lokale inzwischen künstliches Fleisch an. Da ist gerade die Erlaubnis dafür erteilt worden. Also der Prozess ist viel weiter fortgeschritten, als uns allen Glauben gemacht wird. Und was ganz interessant ist, sind auch die großen Geldgeber dahinter. Es sind natürlich die üblichen Verdächtigen. Es ist wieder die Bill und Melinda Gates Stiftung mit dabei. Es ist Richard Branson, Elon Musk ist mit dabei, also die ganz großen Investoren. Interessant ist aber auch, dass alle großen Fleischkonzerne der USA mit dabei sind. Also die fördern da im Grunde ihre eigene Konkurrenz, aber die wissen ganz genau,
Wenn diese Konkurrenz tatsächlich konkurrenzfähig ist, dann ist ihr altes Geschäftsmodell völlig hinfällig und dann müssen sie auf das Neue setzen. Und da setzen sie im Moment drauf. Und das ist auch ganz interessant, dass uns allen das alles nicht berichtet wird. Also wir erfahren nur, also die Lebensmittelpreise werden immer höher, es wird immer schwieriger und die Kühe stoßen so viel Methan aus, dass wir die am besten alle abschaffen. Und im Grunde geht es alles nur darum, dieses neue Fleisch einzuführen und uns allen dann als eine Verbesserung unseres Lebens zu präsentieren. Verkaufen. Interessant ist ja auch, dass im Moment sehr viele Tierschutzorganisationen über die Massentierhaltung sich erregen. Die Massentierhaltung ist in meinen Augen eine ganz grausame Entgleisung der Menschheit. Also ich finde diese Massentierhaltung schrecklich. Aber die Leute, die im Moment dagegen protestieren, sind genau die, die das Laborfleisch einführen wollen. Also wir haben hier in Berlin zum Beispiel große Plakate, auf denen so kleine Ferkel abgebildet werden mit dem Spruch darunter, ich muss in 3 Wochen sterben. Wenn man ganz unten rechts in die Ecke guckt, dann weiß man, von wem dieses Plakat gesponsert wurde, nämlich von Google. Also da sind die üblichen Verdächtigen im Hintergrund immer am Werk, uns das Ganze tun, was sie im Moment machen, also alles, was sie im Moment machen, auch noch als Gutmenschentum verkaufen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Zeit, dass uns alles das, was im Grunde sehr negativ ist, positiv dargestellt wird aus der Warte des Gutmenschentums. Man ist besorgt um das Klima, man ist besorgt um unsere Gesundheit, man ist besorgt darum, dass wir, wenn wir arbeitslos sind, möglicherweise kein Geld mehr haben. Deswegen bietet man uns das universelle Grundeinkommen an. Also all das sind nichts anderes als Maßnahmen zur Versklavung der Menschheit. Schattenspiele. Und wenn man das so hinbekommt, dann ist es ja so, dass die Menschen richtig in Armut leben können und sich trotzdem dieses falsche Fleisch kaufen. Weil wenn jetzt du von heute auf morgen diese extreme Zweischichtgesellschaft hast und die Menschen sich übermorgen das Essen nicht mehr leisten können, dann gehen sie auf die Straße. Dann gibt es Krieg. Aber wenn sie sich trotzdem noch ein Leben leisten können, dauert das länger. Und dann suchen die Leute wahrscheinlich auch nach einem Messias, einem Retter. Und dann kommt der Staat oder entsprechend die Politik und wird das Einkommen für jedermann quasi Grundeinkommen anbieten. Und dann hat man die Leute eigentlich am Haken. Ja, genau. Ich denke, dieses universelle Grundeinkommen, das wird ein ganz wichtiges Thema der Zukunft sein. Weil wir stehen vor riesigen Umbrüchen in der Arbeitswelt. Wir werden ganze Armeen von Arbeitslosen haben. Und wir leben in einem Wirtschaftssystem, das konsumgetrieben ist. Diese Leute werden als Konsumenten ausfallen, müssen also wieder ins System integriert werden. Und ich glaube, das wird man machen über das universelle Grundeinkommen. Und ich denke, das universelle Grundeinkommen wird verbunden mit dem digitalen Zentralbankgeld. Man wird das nämlich in der Form dieses Geldes auszahlen. Und man wird das natürlich dann auch gleich an ein Ablaufdatum binden. Also ich vermute, dass das universelle Grundeinkommen dann so ausgegeben wird, zum 1. des Monats bekommt jeder meinetwegen in Deutschland entweder 1.000 oder 1.500 Euro auf sein Konto gespielt, aber mit der Vorgabe, er muss es bis zum 30. oder 31. ausgeben, um so die Wirtschaft anzukurbeln. Das wird wahrscheinlich der Plan im Hintergrund sein, aber das ist natürlich auch insofern positiv, als dass dieser Plan auf Dauer nicht wird aufgehen können. Weil dieser Plan geht deswegen nicht auf, weil wenn man das tatsächlich so macht, dann wird die Wirtschaft ganz schnell merken, dass sie ja dieses Geld immer automatisch in ihre Kassen gespült bekommt. Die wird damit reagieren, dass sie die Preise erhöht. Das heißt, die Inflation wird weiter angetrieben werden. Wenn die Inflation weiter angetrieben wird, werden die Leute weniger kaufen können. Das heißt, man wird dieses universelle Grundeinkommen dann auch wieder anheben müssen. Um diese Spirale zu durchbrechen, wird man das irgendwann mal nicht machen. Das heißt, wenn die Preise dann immer weiter nach oben gehen, wird die Regierung eingreifen müssen und Preiskontrollen einführen müssen. Und wenn Preiskontrollen eingeführt werden, wird die Industrie wiederum reagieren und weniger produzieren. Das ist in der Vergangenheit immer so gewesen. Und das wird bedeuten, dass die Preise dann nochmal ansteigen. Das heißt, wir enden dann in einer Hyperinflation. Also dieses neue Geld ist von Anfang an zum Tode verurteilt, weil es uns auf direktem Weg über eine galoppierende Inflation in eine Hyperinflation führen wird. Das sind eigentlich Dinge, die von Spezialisten und Fachleuten gekannt werden müssen. Also das ist ja nicht Wissen, was so weit irgendwie hergezogen ist, sondern wenn man sich damit auseinandersetzt und sowieso ein Spezialist ist in dem Bereich, sollte man das ja wissen. Du hast aber was gesagt, was
mich sehr so beeindruckt hat, und zwar in deinem letzten Video, wo du den neuen Faschismus beschrieben hast. Und zwar ging es da um unsere Experten. Du hast gesagt, da haben wir vermehrt junge, unerfahrene und ungebildete Emporkömmlinge, überheblich, hemmungslos, geltungssüchtig und vor allem aufgrund ihrer fachlichen und politischen Inkompetenz leicht steuerbar. Das haben oder sollten die Deutschen mindestens zumindest mitbekommen haben, dass sie noch nie ein solches Zirkuskabinett als politische Elite gehabt haben. Was passiert da? Also wird das jetzt einfach so in Kauf genommen? Glaubt man diesen Leuten? Was passiert eigentlich da? Ja, das ist ganz interessant, weil der digital-finanzielle Komplex, also diese großen Vermögensverwalter und die großen IT-Konzerne, die haben sich ja ihre eigenen Armeen geschaffen. Und zwar unbewaffnete Armeen, das sind vor allem die großen Stiftungen. Die üben ihre Macht ganz weitgehend über diese großen Stiftungen aus. Also eine der wichtigsten Stiftungen der Welt ist die Bill und Melinda Gates Stiftung, die jetzt in der Gesundheitskrise eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Eine andere Stiftung, die ungeheuer wichtig geworden ist und in meinen Augen vielleicht sogar die wichtigste der Welt, ist das World Economic Forum. Das World Economic Forum ist 1971 mal gegründet worden und bildet seit den 90er Jahren also die korporative und die politische Elite der Welt aus. Also Leute wie Nicolas Sarkozy, wie Tony Blair, wie Angela Merkel, Bill Gates oder Richard Branson oder Elon Musk, die sind alle durch deren Schule gegangen. Also das sind alles entweder Global Leaders for Tomorrow oder Young Global Leaders irgendwann gewesen. Und die haben von denen natürlich ihre Anweisungen erhalten. Also man kennt das World Economic Forum von seiner Veranstaltung im Januar in Davos. Jedes Jahr kommen da die Reichen und die Mächtigen der Welt zusammen. Aber das World Economic Forum ist viel mehr als diese einzelne Veranstaltung. Das World Economic Forum ist das bestvernetzte System, was es überhaupt jemals gegeben hat. Also der Gründer Klaus Schwab hat Zugang zu allen Machtzentralen der Welt. Wenn der morgens im Weißen Haus anruft, dann bekommt er garantiert innerhalb von wenigen Stunden ein Privatgespräch mit Joe Biden. Dann das Gleiche gilt für Xi Jinping oder das Gleiche gilt für Wladimir Putin, der ihn vielleicht im Moment nicht mehr so sehr wohlgesonnen ist, weil er sich von dem ja offensichtlich losgesagt hat, der aber auch einer aus seiner Riege gewesen ist. Also dieses World Economic Forum ist ungeheuer wichtig und übt natürlich ganz viel Macht im Hintergrund aus. Und wenn wir uns ansehen, was wir heute an politischer Elite bei uns im Kabinett haben, also in den USA haben wir einen dementen Präsidenten, bei uns haben wir Leute, die zwar 30 Jahre jünger sind, aber geistig offensichtlich noch verwirrter. Also wenn ich Frau Baerbock reden höre, verstehe ich fast kein Wort mehr von dem, was sie sagt. Oder wenn ich Herrn Habeck reden höre, dann weiß ich, dass der Mann möglicherweise als Grundschullehrer mal funktioniert hat, aber als Wirtschaftsexperte eine absolute Null ist. Und dann frage ich mich natürlich, warum diese Leute an diesen Posten sind. Und das in einem großen Industrieland, wo es große Unternehmen geht, wo die Unternehmensführer sich wahrscheinlich jeden Tag mit der Hand vor den Kopf schlagen. Wie kann es sein, dass das unser Wirtschaftsminister ist? Aber diese Leute sind in enger Beziehung eben zum World Economic Forum. Und das World Economic Forum verfolgt eine bestimmte Agenda. Und diese Agenda ist die Agenda des digital-finanziellen Komplexes. Und deswegen werden diese Leute auch gehypt. Und dieser digital-finanzielle Komplex hat über seine ganzen Beziehungen natürlich auch die Medien voll und ganz in der Hand. Also die großen sozialen Medien sind ja heute viel wichtiger als die Zeitungen, die früher wichtig waren. Heute sind es die großen sozialen Medien und die sind ja alle in der Hand des digital-finanziellen Komplexes. Und da werden diese Leute dann natürlich auch gezielt gehypt. Also da wurde dafür gesorgt und da wird immer noch in Deutschland dafür gesorgt, dass die Grünen bei den Wahlen immer einigermaßen gut abschneiden und dann in Führungspositionen gehievt werden. Da werden aber auch Leute medial vernichtet. Also wir wissen ja, dass zurzeit bei uns zum Beispiel der ehemalige Verfassungschef, der Chef, der ehemalige Geheimdienstchef, Hans-Georg Maaßen medial vernichtet wird. Wir wissen, dass ein Markus Krall, der ehemalige Chef von der Degussa, der sich kritisch gegenüber den Wirtschaftsmaßnahmen geäußert hat, dass der vernichtet wird. Also die sozialen Medien haben heute unglaublich viel Macht und die sorgen dafür, dass bestimmte Leute in bestimmte Positionen kommen. Und das World Economic Forum hat dafür gesorgt, dass in Großbritannien ein Premier aus seinen Reihen existiert im Moment. Das ist Rishi Sunak. Das ist ein Young Global Leader. In Frankreich ist es der Herr Macron, Emmanuel Macron. Der ist ein Young Global Leader. In Kanada ist es Justin Trudeau. Und bei uns ist es eben die Außenministerin, die sich übrigens noch in der Ausbildung befindet. Also die ist in der Klasse von 2020, die wird noch bis 2025 weitergehen. Die empfängt also ihre Anweisungen direkt noch aus Davos oder aus Kolonie, wo das World Economic Forum seine Zentrale hat.
Also da wird ganz gezielt im Hintergrund gearbeitet, um bestimmte Figuren an bestimmte Plätze zu bringen. Und diese Leute sind alle jung, die sind unerfahren, die sind dumm, die reden das nach, was ihre Redenschreiber ihnen vorschreiben oder was ihre Staatssekretäre ihnen einflüstern. Und da ist es wiederum ganz interessant, wer sind die Staatssekretäre dieser Leute? Also die wichtigsten Leute, auf die sich Herr Habeck stützt, das sind einmal eine Dame, die aus den Reihen von BlackRock kommt, die früher bei JP Morgan an der City of London gearbeitet hat. Der wichtigste Staatssekretär von Herrn Scholz, unserem Bundeskanzler, ist ein Mann aus den Reihen von Goldman Sachs. Und die wichtigste Beraterin von Frau Baerbock ist eine Frau aus den Reihen von Greenpeace. Und Greenpeace ist heute nichts anderes als eine mehr oder weniger Unterorganisation des World Economic Forums. Also da sind die Fäden überall ganz deutlich zu sehen, wenn man so ein bisschen mal den Vorhang beiseite schiebt und hinter die Kulissen guckt. Und das ist nicht mal so verdammt kompliziert. Das ist ja nicht so, dass du das, was du gesagt hast, irgendwie aus dem Finger saugst oder irgendwie durch unglaublich intensive Recherche ausfindig gemacht hast. Das kann man nachvollziehen. Das ist eigentlich in your face überall auffindbar. Aber wenn man das anspricht, dann wird man ganz schnell als Schwurbler gekennzeichnet und entsprechend auch in den Dreck gezogen. Eine lustige Anekdote, also auch im Zusammenhang mit AI gibt es ja ChatGPT und da kann man auch davon ausgehen, okay, ist das Ganze tatsächlich unabhängig? Könnt ihr ausprobieren, ihr könnt mal so einen vielleicht eher so rechten Politiker, Donald Trump, nehmt ihn mal da rein und fragt nach der Meinung von ChatGPT und da wird er nicht vieles dazu sagen. Habe ich ausprobiert und dann dasselbe für Joe Biden und da gibt es Lobeshymnen. Also das Ganze dient dazu, um uns zu beeinflussen. Das machen sie auch wirklich super erfolgreich. Problematisch ist jedoch, dass das Lenkrad so in die Hände zu nehmen, dass wir das irgendwie, ja, dass wir nicht da in den Hammer laufen. Also das ist fast schon unabdinglich, dass wir da das digitale Geld, das wird kommen. Da können wir uns dagegen wehren und einen Aufstand leisten. Die ganze Linksbewegung, in meinen Augen ist es auch nicht so, dass wir das in der nächsten Zeit nicht sehen werden. Wir haben ganz viele junge Menschen, die sich das wünschen, was die Eltern oder Großeltern hatten oder was man zumindest denen versprochen hat. Aber sie sehen einfach mehr Unsicherheit und Chancenungerechtigkeit in ihrem Leben und was dann dazu führt, dass sie viel populistischer werden und progressiv für die Politik dann halt entsprechend wählen. Die Frage ist, was können Männer Menschen tun, um den Herausforderungen der heutigen Zeit entgegenzuwirken? Ja, ich denke, das Erste ist auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sand zu stecken und oder die Ohren und die Augen zu verschließen. Also man muss sich da schon mal den Schubs geben und sagen, weißt du, ich guck mal der Wirklichkeit ins Gesicht. Und die Wirklichkeit, muss man sagen, ist teilweise erschreckend. Also was wir in den letzten Jahren gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz erleben, das ist wirklich erschreckend. Weil es ging ja bisher immer so darum, also wir wissen ja, dass eines der Ziele gerade des World Economic Forums zum Beispiel die Verbindung des Menschen mit der digitalen Sphäre ist. Also da gibt es ja diese ganze Agenda des Transhumanismus. Also Transhumanisten sind Menschen, die glauben, dass die Menschheit jetzt über die digitale Sphäre, über die Verbindung mit der digitalen Sphäre auf eine höhere Form der Existenz angehoben werden. Und das war in der Vergangenheit, also bis vor ganz kurzer Zeit noch, war das so eine Zukunftsvision, wo man daran gedacht hat, dass man Menschen verchippt, dass man denen irgendwas ins Gehirn transplantiert oder denen irgendwie ein Tattoo gibt und sie so mit der digitalen Sphäre verbindet. Das Ganze ist leider inzwischen schon viel weiter fortgeschritten. Also man arbeitet im Moment an Experimenten, wie man Leute mit der digitalen Sphäre verbinden kann, ohne dass diese Leute irgendwie physisch damit verbunden werden. Also das geht über irgendwelche Magnetstrahlen. Also es gibt da einen Versuch in den USA, der einem wirklich Angst machen kann. Da setzt man Leute also vor ein Gemälde, lässt die Leute sich dieses Gemälde ansehen und dann misst man die Gehirnströme dieser Menschen mit einem Apparat, der das Gemälde selber nicht sieht. Dieser Apparat wird dann aber über die künstliche Intelligenz dazu aufgefordert, dieses Gemälde dann nachzuzeichnen. Und man muss sagen, diese Nachzeichnung des Gemäldes wird dem Original von Woche zu Woche, von Tag zu Tag ähnlicher. Also man arbeitet daran praktisch an der Gedankenerkennung. Und das ist natürlich ungeheuer gefährlich. Also wenn sich das durchsetzt, das ist genauso gefährlich wie die Iris-Erkennung. Also es gab ja vor einiger Zeit also die großen Meldungen darüber, dass es eine neue Kryptowährung gibt, nämlich WorldCoin.
und dass man diese Kryptowährung aber nur erwerben kann, wenn man seine Iris scannen lässt, sodass der Computer einen über die Iris-Erkennung dann auch ausmachen kann, dass man wirklich die Person ist, als die man sich ausgibt. Und da wurde uns gesagt, dass bereits 2 Millionen Menschen das gemacht haben. Nun ist das eine Technik, die im Moment nur dann funktioniert, wenn sich einer vor so einen Scanner setzt und dann sein Auge weit öffnet und dann einmal nach rechts und links sich bewegt. Aber die Technik, die ist so weit fortgeschritten, es wird nicht mehr lange dauern, bis man diese Iris auch von Menschen scannen kann, die nicht damit einverstanden ist. Und das wird bedeuten, dass die Menschheit dann in ihrer Gesamtheit biometrisch zu 100% erfasst ist. Das heißt, jeder von uns ist dann erfasst. Dann wird die künstliche Intelligenz über jede Bewegung jedes einzelnen Menschen zu 100% Bescheid wissen. Das heißt, das wird die absolute und totale Kontrolle sein. Und leider leben wir an diesem Zeitpunkt. Und ich denke, wenn viele Leute, wenn sie sich dessen bewusst sind, wo wir da leben, die kriegen dann Angst. Aber ich denke, die einzige Methode, mit dieser Angst umzugehen, ist nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, wir haben diese Herausforderung und wir müssen mit dieser Herausforderung irgendwie fertig werden. Weil wir haben auch eine Verantwortung für die, die nach uns kommen. Und keiner von uns möchte, dass unsere Kinder oder unsere Enkel in so einer total überwachten Welt leben. Also ich denke, das Erste, was man sich sagen muss, ist, ich bin in einer Verantwortung und ich muss mir deswegen auch selber einen Stoß geben, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen. Und viel leichter zu ertragen macht das alles, wenn man einigermaßen versteht, was um einen herum passiert. Die schlimmste Quelle der Angst ist die Unsicherheit. Die Unsicherheit, dass man die Dinge, die um einen herum nicht passieren, nicht versteht. Man weiß nicht, warum haben wir diese Vollidioten da in der Regierung? Warum wird uns plötzlich mit einer neuen Währung beigekommen? Warum dürfen wir plötzlich unser Haus nicht verlassen, weil uns eine gesundheitliche Gefahr droht? Wenn man da den Hintergrund einigermaßen erfasst hat, dann weiß man, dass dahinter ein Plan steht, und zwar von Leuten, die nur ein Ziel haben, nämlich ihre Macht in Händen zu behalten. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, dann weiß man auch, dass diese Leute ein großes Problem haben, dass die fortschreitende Entwicklung ihnen nämlich nicht wohlgesonnen ist, sondern dass diese Macht immer weiter zerbröckelt und dass die praktisch sich an einen Strohhalm festhalten, und dieser Strohhalm ist die totale Kontrolle. Und diese totale Kontrolle widerspricht auch der Natur des Menschen. Und da bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das Wichtigste des Menschen, das der Mensch hat, ist die Selbstbestimmtheit. Und diese Agenda geht zu 100% gegen die Selbstbestimmtheit des Menschen. Und deswegen, wer jetzt ein bisschen versucht aufzuwachen und sich umzugucken, der sollte immer damit im Hintergrund, im Kopf behalten, ich bin eigentlich auf der menschlichen Seite, ich bin nicht auf der unmenschlichen Seite. Und das ist das Allerwichtigste. Das stärkt einen in den schwersten Stürmen und das gibt einem bei dem größten Gegenwind auch noch Kraft. Weil die Gegenseite wird nur dann gewinnen können, wenn das Menschtum irgendwann ein Ende findet. Und das wird kein Ende finden. Die Gegenseite wird irgendwann verlieren. Die einzige Frage ist, wann der Zeitpunkt gekommen sein wird und wie hart die Kämpfe vorher sein werden. Aber wir brauchen jeden, der da mitmacht, und jeder, der das einigermaßen durchschaut hat, dieses Spiel, wird auch nicht mehr bereit sein, auf die Gegenseite zurückzukehren. Und deswegen sind wir immer auf der Siegerstraße und werden diesen Kampf schlussendlich auch gewinnen. Du sagst es, es ist die Klarheit, die einem die Angst wegnimmt. Ja. Und dabei aber auch ob es überhaupt möglich ist, für die jetzt erkennen, was geschieht, ist es möglich überhaupt, vielleicht irgendwo hinzugehen, in was zu investieren? In dem Zusammenhang würde es mich interessieren, was du über Bitcoin und Kryptowährungen haltest. Also kann man diese Agenda zumindest vielleicht für ein paar Jahre sich entziehen, woanders hin oder anders vorgehen, dass man halt nicht gleich unter die Räder kommt? Na, ich denke, woanders hingehen, also viele Leute suchen ihr Heil ja in der Auswanderung im Moment. Also das halte ich für die falsche Lösung, deswegen, weil wir in der Gesundheitskrise gesehen haben, dass fast alle 200 Regierungen der Welt die gleichen Maßnahmen ergriffen haben. Und viele meinen, dass es hier in Deutschland bei uns eben besonders schlimm ist. Also denen kann ich nur sagen, dass es einige Länder in Europa gab, wo es noch viel schlimmer gewesen ist. Ja. Also da sich der ganzen Sache durch Flucht zu entziehen, das wird nicht funktionieren. Dann muss man sehen, wie kann man sich selber absichern in diesen Zeiten. Also auf der einen Seite wird mir immer gesagt, also vielleicht sind die Kryptowährungen ja der Ausweg. Also da muss ich ja sagen, da bin ich ein sehr großer Skeptiker und sehr großer Kritiker.
weil die ganze digitale Sphäre ist immer noch in den Händen der Großkonzerne. Die Großkonzerne, die haben da viel mehr Einblick, als wir glauben. Ich habe nicht das Gefühl, dass man da auf Dauer sehr lange noch anonym wird, sich bewegen können. Wenn die Quantencomputer einmal eingeführt sind, dann wird es möglich sein, alle Schranken da zu durchbrechen. Also ich glaube nicht, dass man da seine Sicherheit finden wird. Ich bin auch ein bisschen skeptisch deswegen, weil Bitcoin 2008, 2009 auf den Markt gekommen ist und Bitcoin dazu geführt hat, dass sehr viele junge Leute in digitales Geld reingeführt wurden und damit also vom Bargeld weggeführt wurden. Also Bitcoin war eigentlich eine riesige Hilfe dabei, das Bargeld einzuschränken und zurückzudrängen. Und das ist natürlich auch kein guter Prozess. Also ich würde jedem heute empfehlen, soweit es geht, im Alltag immer überall versuchen, bar zu bezahlen. Weil, was viele nicht wissen, wenn ich bar bezahle, dann gibt es zwei Leute, die über diesen Vorgang informiert sind. Ich und derjenige, dem ich etwas bezahle. Sobald ich digital bezahle, gibt es einen Dritten, der das verfolgen kann, nämlich den Finanzdienstleister. Und ob das nun Bitcoin ist oder ob das PayPal ist oder ob das irgendein anderer Finanzdienstleister ist, der wird meine Daten auf jeden Fall benutzen, er wird sie weiterverkaufen, er wird sie auswerten und wird mit meinen Daten dann mehr über mich am Ende wissen, als ich selber über mich weiß. Also deswegen wäre ich da sehr skeptisch. Ich denke, wir stehen vor einer Zeit riesiger Umbrüche und ich glaube, dass wir dann auch erleben werden, dass das, was über 3000 Jahre als Geld gegolten hat, wieder zu seiner Berechtigung kommt. Ich glaube, dass die Edelmetalle vor einer riesigen Rückkehr stehen werden. Also ich glaube, dass Gold und Silber eine ganz große Zukunft haben werden. Wobei ich ja sage immer, dass Silber noch viel wichtiger sein wird, weil mit Gold wird man im Alltag nicht gut einkaufen können, weil Gold einfach einen zu hohen Wert hat. Aber mit Silbermünzen wird man wahrscheinlich auch im Alltag sehr gut fahren können. Also so eine Silbermünze, so eine einfache Silbermünze heute kostet zwischen 25 und 30 Euro. Dafür kann man im Moment, was weiß ich, je nach Stadt zwischen 5 und 7 Brotlaibe kaufen. Und dafür wird man auch in 5 Jahren oder in 10 Jahren 5 oder 7 Brotlaibe kaufen können. Wobei man für die gleiche Anzahl an Euros dann möglicherweise nur noch einen halben Brotlaib oder noch viel weniger bekommen wird. Also ich empfehle allen, sich da mal zu informieren über die Inflation 1922 in Deutschland. Da hatten wir nämlich schon einmal eine Hyperinflation. Da hat Brot für meine Großeltern damals ein Brotlaib am Schluss 1 Billion Mark gekostet. Also alles völlig außer Kontrolle geraten. Und wer damals tatsächlich Silbertaler hatte, der konnte sicher sein, der konnte sich immer noch weiter versorgen. Also ich denke, die alten Edelmetalle werden da wieder zu ihrem alten Ruhm zurückfinden. Und ich glaube auch, dass Sachwerte immer ihren Wert behalten werden. Also Sachwerte, wer sich da auskennt, sollte in Sachwerte investieren. Das können, einerseits kann das Immobilien sein, das können aber auch Antiquitäten sein, das können auch Oldtimer sein, das kann eine Briefmarkensammlung sein. Also alles, was man mit den Händen anfassen kann und was nicht der Entwertung des Papiergeldes unterliegt, das wird seinen Wert auch in Zukunft behalten. Also alle Dinge, die örtlich oder von der Anzahl her auf dieser Welt begrenzt sind. Und je stärker sie begrenzt sind, umso höher wird ihr Wert dann eingestuft werden. Sehr interessante Ansichten. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Kryptos und Bitcoin langfristig nicht mehr so diese Autonomie gewährleisten werden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie momentan im Windschatten von den geplanten digitalen Währungen noch Renditen versprechen. Das kann sein, dass das in den nächsten noch 2, 3 Zyklen verdammt viele Gewinne mit sich bringt. Und wie du gesagt hast, das sorgt natürlich dafür, dass gewisse Menschen dann halt Ängste verlieren und sagen, okay, ich gehe jetzt auch in die digitale Währung, in Krypto, Bitcoin. Aber irgendwann, wie du gesagt hast, wenn die Quantencomputer kommen, ist dann natürlich auch das Risiko unheimlich groß. Lieber Ernst, ich habe eine letzte persönliche Frage an dich. Und zwar bist du fast so alt wie mein verstorbener Papa. Du bist im Jahr 1950 in China auf die Welt gekommen. Und mich würde interessieren, was deiner Meinung nach in den letzten knapp 70 Jahren, wie sich die Männer verändert haben. Oder die Gesellschaft. Das überlasse ich jetzt dir. Die gesamte Gesellschaft hat sich ganz gewaltig verändert. Also wenn wir zurückgehen in die 50er Jahre, da waren die großen Industriekonzerne und die großen Banken, die waren maßgeblich. Also bis in die 70er Jahre ist die Welt praktisch beherrscht worden von der Wall Street, von den Großbanken der Wall Street und zum großen Teil auch von den großen Energiekonzernen. Damals hat man immer von den 7 großen Schwestern gesprochen. Das waren Shell und BP und Exxon, das waren die ganz großen Energiekonzerne.
Dann hat es aber ab den 70er Jahren natürlich die ganz große Revolution, die dritte industrielle Revolution gegeben. Dann hat die Digitalisierung eingesetzt und die Digitalisierung hat in eine ganz neue Welt geführt. Also bis Anfang der 80er Jahre ungefähr hat der Spruch Geld regiert die Welt gegolten. Seit den 80er oder spätestens seit den 90er Jahren gilt dieser Spruch nicht mehr. Seitdem gilt der Spruch Geld und Daten regieren die Welt. Also das hat sich ganz gewaltig geändert. Wir haben eine neue Großmacht in unserer Gesellschaft und das sind die großen Datenkonzerne. Und das hat sich natürlich auf unser Leben auch ungeheuer ausgewirkt. Also wenn ich meinen Kindern zum Beispiel erzähle, wie meine Schulzeit ausgesehen hat, dann glauben die oft, dass ich in der Steinzeit aufgewachsen bin. Also als ich meinem Sohn zum Beispiel erzählt habe, dass ich zu meinem Abitur noch keinen Taschenrechner benutzen konnte, weil es damals einfach im Jahre 1969 noch keine Taschenrechner gab, da ist er fast in Ohnmacht gefallen. Also ich habe ihm erzählt, wir haben damals noch mit dem Rechenschieber gearbeitet und das ist für ihn so mehr oder weniger ein Relikt aus dem 16. Jahrhundert. Also da hat sich schon unglaublich viel geändert und ich muss sagen, also mein Leben, meine 73 Jahre waren eigentlich eine unglaubliche Achterbahnfahrt. Also wenn ich mir mal zurückdenke, wie ich aufgewachsen bin mit einer großen Musiktruhe im Hintergrund, es gab damals kein Fernsehen, es gab damals kein Telefon. Meine Eltern haben das erste Telefon gekauft, als ich 12 Jahre alt war. Der erste Fernseher ist ins Haus gekommen, als ich 14 Jahre alt war. Da waren nämlich die Olympischen Spiele damals, 1964, ich glaube, die waren in Mexiko. Da wollte mein Vater gerne die Olympischen Spiele sehen und hat deswegen einen Fernseher angeschafft. Dieser Fernseher wurde dann für die Olympischen Spiele mal eingeschaltet, stand aber dann ein halbes Jahr in der Ecke und wurde gar nicht benutzt. Also das ist eine Zeit, die man sich heute überhaupt nicht vorstellen kann. Nein. Wenn wir sehen, wie Kommunikation überladen sind, wie wir mit Informationen bombardiert werden. Und deswegen muss ich auch sagen, das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum so viele Leute also so falsche Vorstellungen von unserem Leben haben, weil die so überfrachtet sind mit Informationen, die natürlich auch gezielt in eine Richtung gehen, nämlich die sie praktisch zu willfährigen Untertanen oder zu zufriedenen Sklaven machen sollen. Und es ist natürlich schwer, die Leute daraus rauszureißen. Aber meine große Hoffnung für die Zukunft besteht eigentlich darin, dass diese Welt dabei ist, sich selbst zu zerlegen. Weil wir werden eben diese ganzen Arbeitslosen haben. Wir sehen im Moment nicht eine Verbesserung des Lebensstandards, sondern eine Verschlechterung, obwohl die technologischen Möglichkeiten so unendlich groß sind wie nie zuvor. Und das ist alles ein riesiger Widerspruch. Und in diesem Widerspruch werden die Leute nach neuen Antworten suchen. Und dann werden sie, glaube ich, auf die zurückgreifen, die ihnen von Anfang an die Wahrheit präsentiert haben, die ihnen reinen Wein eingeschenkt haben. Und ich denke, da habe ich eine ganz gute, saubere Weste, weil ich habe immer das gesagt, was ich zu sagen hatte. Und ich habe mich auch nie von jemandem kaufen lassen. Ich bin auch heute nicht bereit, mich von jemandem kaufen zu lassen. Und das wird auch so bleiben. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass dieser Umschwung wird kommen, aber zuerst müssen wir als Menschenfamilie ordentlich eins auf die Fresse bekommen. Dann reagieren wir. Einen habe ich noch. Und zwar sehe ich dich sehr oft auf Medienauftritten und du investierst unglaublich viel Lebenszeit, Energie, Enthusiasmus in diese Botschaften. Warum machst du das eigentlich? Willst du dir eine goldene Nase verdienen? Geht es um Anerkennung? Ich weiß, dass es das nicht ist, aber was ist deine Motivation, dass du tagtäglich diese Botschaften vermittelst? Also es ist ganz einfach. Ich habe Kinder und ich habe Enkel und ich möchte nicht, dass die in einem digitalen Gefängnis aufwachsen. Ich denke, dass ich als Vater auch eine Verantwortung dafür trage, dass deren Leben einigermaßen frei sein wird, dass die nicht unter einer Zwangsherrschaft aufwachsen und leben müssen. Und das motiviert mich jeden Tag. Außerdem habe ich ein unglaublich abwechslungsreiches und schönes Leben gehabt. Und ich fühle mich deswegen auch im Wesentlichen verpflichtet, etwas weiterzugeben. Ich habe auch ein ganz prägendes Erlebnis in meinem Leben gehabt. Also ich bin mit 7 Jahren unter einen Lastwagen geraten, habe einen Unfall gehabt, den man normalerweise eigentlich nicht überleben würde. Ich habe diesen Unfall überlebt und auch ohne bleibende Schäden überlebt. Also ich habe ein unglaubliches Glück gehabt als Kind damals. Und ich bin dafür unglaublich dankbar, dass mir diese ganze Zeit noch geschenkt wurde. Und ich möchte diese Zeit ganz einfach sinnvoll nutzen. Ich habe natürlich auch ein paar Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Also mein einer Großvater zum Beispiel war ein sehr, sehr reicher, sehr wohlhabender Mann. Und der ist dann im Zuge der chinesischen Revolution vollständig enteignet worden. Also deswegen habe ich mir von Anfang an
vorgenommen. Ich möchte nicht so sehr an Sachwerten hängen. Ich möchte nicht so sehr an meinem Vermögen hängen. Ich möchte mich lieber auf andere Dinge konzentrieren. Und das war für mich in meinem Leben eigentlich ein guter Leitfaden. Also ich habe kein großes Vermögen im Hintergrund, aber dafür habe ich ein wunderbares Netzwerk mit interessanten Leuten, mit Leuten, die mir wohlgesonnen sind, Leute, denen ich wohlgesonnen bin. Ich habe eine großartige Familie im Hintergrund und das gibt mir die Kraft, das zu machen, was ich tue. Ich wünsche das, was du hast, den meisten Zuhörern und Zuschauern auch für ihr Leben, denn da kommt das wahre Glück her. Aus dem Miteinander, aus der Liebe, aus dem Zusammenhalt, dass man das Leben nicht als selbstverständlich sieht. Das Leben ist auch kein ständiger Kampf ums Überleben, wo man im Hamsterrad sich bis zur Rente dann halt abquält. Es geht darum, aus den Erfahrungen zu lernen, ein bisschen besser zu machen, das Leben zu erfahren, mit allen Sinnen so viel wie möglich mitzunehmen und dann das Ganze weiterzugeben an andere, die es noch vor sich haben. Lieber Ernst, herzlichen Dank für dieses interessante, wertvolle Gespräch. Und das letzte Wort an dich. Gibt es noch irgendetwas, was du an die Zuhörer und Zuschauer richten möchtest? Ja, ich denke, einfach durchhalten, weitermachen und die Zukunft positiv sehen. Also ich finde ja immer diesen Spruch besonders gut. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. So nach diesem Motto sollte man einfach handeln, denke ich. Das ist gut. Herzlichen Dank, lieber Ernst. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Erfolg auf deiner Mission. Danke und gerne wieder. Gerne.